Liebe Hörer und Hörerinnen von 1899 FM, nach dem 0:2 gegen die Austria im Derby habe ich da kurzfristig überlegt, die aktuelle Folge, tja, wie soll man sagen, auf Eis zu legen, da ich mit Daniel Mandl eine Analyse des Grunddurchganges vorgenommen habe, da ich ja trotz der Derbniederlage ja in der Meistergruppe sind oder bereits vorher qualifiziert waren, habe ich mir erlaubt, diese Analyse mit dem Daniel durchzuführen, beziehungsweise den Daniel gebeten, diese Analyse durchzuführen. Es kommen da einige ja, durchaus positive Werte und Analysen auch ans Tageslicht, die im Angesicht dieses eher erschreckenden Davis vielleicht ein bisschen zynisch klingen im Nachbetrachtung. Dennoch habe ich mich dann entschlossen, die Folge zu veröffentlichen, denn letztlich ist es, so blöd es auch klingen mag, dieses Derby hat eins von 22 Spielen und letztlich sind wir auf Platz 4 und es gab Entwicklungen in die eine oder auch Entwicklungen in die andere Richtung und das alles versucht der Daniel gemeinsam mit mir ein bisschen in den nächsten 50 Minuten zu besprechen. Ich hoffe, es ist dennoch was Interessantes dabei und Kopf hoch nach dem Derby, der erste Frust, die erste Enttäuschung, sollte jetzt doch schon langsam wieder ein bisschen Optimismus weichen. In diesem Sinne, lang lebe Rapid und viel Freude für die nächsten Minuten. 1899 FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Mein heutiger Gast war schon ein paar Mal bei mir. Es ist normalerweise Tradition, dass ich mit Daniel Mandl nach der Sommertransferzeit die Situation des Kaders auch im Hinblick auf Europacup diskutiere und bespreche. Das hat sich letztes Jahr aus verschiedensten Gründen zerschlagen und so machen wir nun eine Rekapitulation, Zusammenfassung des Grunddurchganges, also mit Kader, Spielsystem, Wechsel Ferdinand Feldhofer zu Kibarisic und wie sich da die Spielidee geändert hat und auch die Kadersituation wird ein bisschen aktuell beleuchtet. Danke Daniel, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast, du hast viel zu tun. Wir werden auch über dein Projekt SK Rapid Banjul den Abschluss vielleicht sprechen, dass man vielleicht diesen Leuten noch einmal kurz näher bringt. Deine Vorstellung brauche ich dich nicht, deine Aktivitäten sind bekannt und du bist ja auch einer, der sehr gerne über Rapid, über seine Spieltaktik, System, Spielidee und auch über die neuen Spieler immer sehr, sehr treffende und sehr, sehr gute Analysen hat. Deswegen möchte ich einmal ganz kurz deinen ersten, die Zusammenfassung des Grunddurchganges samt Europacup und Cup einmal so in deiner ersten Analyse, bitte. Hallo Heinz, auch danke für die Einladung wieder mal. Naja, es ist natürlich eine Saison gewesen bisher, in die wir mit sehr viel Hoffnung reingegangen sind von Anfang an und binnen kürzester Zeit massiv enttäuscht worden sind natürlich. Das muss man ganz einfach so sagen. Also das Aus gegen Vaduz und die Derby-Heimniederlage, die Entwicklung in weiterer Folge unter dem Ferdinand Feldhofer war natürlich nicht erfreulich und hat uns in gewisser Weise natürlich wieder in der gefühlten, also einfach im Feeling auch massiv zurückgeworfen, würde ich meinen. Also es hätte natürlich mit dieser massiven Sommertransferperiode, wo sich einfach so viel verändert hat, schon eine Möglichkeit gegeben, dass man richtig neu durchstartet. Und in weiterer Folge hat es sich aber so entwickelt, dass man anfänglich schon auch wieder gesehen hat, okay, es gibt ein gewisses Entwicklungspotenzial bei sehr vielen Spielern, es gibt den einen oder anderen Gestandenen, der dazugekommen ist, aber irgendwie ist es trotzdem halt keine Mannschaft, die jetzt auf der Stelle funktioniert. Und so hat es sich dann ja über den Herbst eigentlich bewahrheitet. So wie ich das Ganze mitbekommen habe, war es ja auch ein bisschen so, dass der Ferl die Mannschaft jetzt nicht sonderlich gut erreicht hat. Stichwort sehr komplizierte Ideen. Also ich glaube schon, dass der Ferl wirklich gute Ideen gehabt hätte für uns. Aber diese Mannschaft war scheinbar nicht zu erreichen mit diesen Ideen, beziehungsweise war das vielleicht ein bisschen zu früh auf einmal. Und man sieht ja auch dann, ab dem Herbst wieder Zocke übernommen hat und das Ganze vor allem stark vereinfacht hat, sich halt wieder auf die Basics und auf die Grundtugenden besonnen hat, ist diese Mannschaft besser geworden. Ne? Und
ja, jetzt sind wir nach, ich glaube, 12 Spiele haben wir jetzt. Wir sind jetzt kurz vor dem Derby nämlich noch. Ne? 12 Spiele Barisic haben wir bisher wieder gehabt. Inklusive Pokal, so 2 Cup-Spiele. Ne? Genau. Und was den Cup angeht, kann man natürlich bisher sehr, sehr zufrieden sein. Also schauen wir, ob wir das heuer endlich einmal bocken, Salzburg auch draußen. Also ich glaube, da dürfen wir schon optimistisch sein und ein bisschen träumen. Zum Träumen auch beginnen, ja. Aber ja, tatsächlich, auch wenn das Barisic'se Konzept jetzt in den letzten Monaten nicht unbedingt das hochtaktisierteste ist, finde ich es eigentlich ganz gut zum Anschauen. Man merkt, dass die Mannschaft dann einen Strang zieht. Es rennt eigentlich jeder für einen anderen. Und klarerweise gibt es auch Baustellen, aber nur als Beispiel, den Mackie Katzer muss man jetzt einfach auch einmal ein oder zwei Transferzeiten arbeiten lassen, um dann eben zu beurteilen, in welche Richtung wir uns wirklich mittelfristig weiterentwickeln. Gut, gehen wir es einmal ein bisschen im Detail an. Im Sommer sind sehr, sehr viele neue Spieler dazugekommen, sind auch sehr, sehr viele gegangen. Das ist von sogenannten Stammspielern oder Spielern, die sehr, sehr nah an der ersten Mannschaft waren, war Leo Kreimel, gut, der war aber schon lange verletzt, Filip Stojkovic, Robert Ljubicic, Emanuel Lewu, Josef Demis, Rudan Kravac und Kelvin Rase. Das sind Spieler, die, sagen wir, sehr, sehr nah an der ersten Mannschaft dabei waren. Gekommen sind anstelle dafür ein Michael Solbauer als Innenverteidiger, Martin Koschelnik als rechter Außendecker, Roman Kirschbaum, Alexa Page, Patrick Greil eher zentral, Ante Bajic Flügel, Nikolas Kühn ebenfalls Flügel, Guido Buchschaller wahrscheinlich der Königstransfer, der Neuner. Ja. Denzo Karius ist jetzt im Winter gekommen, wahrscheinlich zu befürchten nur eine Übergangslösung bis Sommer, also eine Leihe. Und dann kann man auch sagen, Oliver Stunz könnte man auch fast als eine neue Erwerbung sehen. Wie siehst du diese Transferperiode jetzt auch ein bisschen im Nachhinein? Geglückt? Weil es ist ja trotzdem, man lobt zwar jetzt den Zocke für seine Bilanz, glaube ich, 8 Siege aus 12 Spielen inklusive Cup, hat den Ferdinand Feldhofer das vorgeworfen, dass er mit dem Kader nicht umgehen kann. Der Kader ist aber natürlich, so sagt man halt, immer Aufgabe des Sportvorstands. Wie siehst du diese? Wobei ich mir nicht sicher bin, ob jeder Spieler verpflichtet worden wäre. Also das ist ja eine Co-Produktion zwischen Trainerteam, ja, das Sportdirektor. Ja, das nehme ich auch an, aber irgendwie ist es trotzdem, so in meinem Gefühl, ist es schon eher Zockis Kader. Und ich war mir nicht unbedingt sicher, wie der Unterschied ausschauen könnte, wie der Feldhofer gegangen wurde, ob der Zocki das wirklich auf die Schnelle umbiegen kann. Aber er hat halt einfach mit der Einfachheit und eben Freude am Fußball doch einiges bewegt, glaube ich. Was man nicht vergessen darf, mit den Abgängen in der vergangenen Sommertransferperiode, da waren natürlich schon ein paar Leute dabei, die sehr wichtig für uns waren, vor allem auf der Zentralachse. Allen voran für mich der Robert Ljubicic, der eben eine Art Verbindungsmann, also ein Übergang zwischen den Dritteln ist, der einfach extremst wichtig war und der meiner Meinung nach auch unterschätzt worden ist noch bei uns. Wo man jetzt eh auch sieht, dass der Topleistungen bringt bei Dinamo Zagreb, auch wenn er dort witzigerweise eher Linksverteidiger spielt. Aber auch der Emanuel Aiwo, der weitgehend Stammspieler in der Serie A ist, zwar bei einem kleinen Verein, aber das darf man auch nicht unterschätzen. Also das war verletzt momentan, ja. Momentan hat er ein Muskelproblem, glaube ich. Ja, und ansonsten, der Jussi ist halt irgendwie ein trauriges Kapitel, wenn man sich das Potenzial von ihm natürlich anschaut. Die Frage ist, wäre der Jussi ein Zocki-Spieler? Naja, der Zocki ist halt schon dafür bekannt, dass er diese feinen Techniker schon ganz gern hat. Also es hat mich jetzt zum Beispiel auch nicht gewundert, dass der Dejan Petrovic jetzt bei der Sperre von Alexa Page gegen Wattens so schnell gleich wieder in die erste gekommen ist. Also das ist schon der Typus Spieler, den der Zocki gern hat, glaube ich. Und davon abgesehen bin ich davon überzeugt, dass der Zocki jeden Spieler persönlich gut nehmen kann. Und das hätte er wahrscheinlich auch beim Jussi können. Aber wie wir wissen, reden im Fußball halt sehr, sehr viele Leute mit. Gut, das und Thema Yusuf, dem ich will jetzt gar nicht überstrapazieren, es ist im Prinzip Vergangenheit. Ich habe neulich auch also Steffen Hoffmann in der letzten Folge gesprochen und der hat schon auch gemeint, es hat auch Rapid-Fehler gemacht. Ja, also sicher. Er hätte eigentlich mehr spielen sollen. Also zum Beispiel das Beispiel bei Dinamo Zagreb, hätte er wahrscheinlich immer gespielt, egal ob jetzt
Aber gut, also über einen längeren Zeitraum, mal in 10, 15 Spiele wahrscheinlich gegeben, um auch in den Rhythmus zu kommen. Ja, also, aber gut, der Yusuf ist halt nicht mehr. Aber würde er, nein, das ist, würde, wäre, lass mal das Spielchen weg, das hat jetzt keinen Sinn. Zugänge. Sagen wir jetzt einmal, versuchen wir jetzt einmal zu vergleichen. Emanuel Aiwu ist ein starker, spielerisch starker Innenverteidiger, wurde, ja, sagen wir es jetzt, mit Michael Solbauer. Wie siehst du die Rolle des Michael Solbauer? Grundsätzlich war ich immer dafür, dass wir auch ein bisschen Routine reinholen. Vor allem die hätte man mit Kevin Wimmer auch gehabt. Die hätte man gehabt, aber man hat halt auch schon in der ersten Saison gesehen, dass der Kevin Wimmer jetzt nicht das spielt, was man sich von einem ehemaligen Premier League Legionär erwartet hat. Und der Solle ist halt natürlich ein sehr abgebrühter Spieler, der gegen den Ball sehr gut ist, der fast 70% seiner Zweikämpfe gewinnt. Aber auf der anderen Seite meiner Meinung nach schon eine Schwachstelle im Aufbauspiel ist. Also es war sehr stark sichtbar, vor allem gegen Salzburg, was ich sehr gerne als Beispiel heranziehe, weil das halt natürlich auch der stärkstmögliche Gegner ist, individuell und mannschaftlich. Da sind wir ganz einfach im Zentrum von der Innenverteidigung weg an unsere Grenzen gestoßen. Also da war, wenn man sich die Passmatrix von diesem Spiel ansieht, war es halt so, dass der häufigste Pass in diesem Spiel ist von Solbauer auf den Jonas Auer gegangen, der genau neben ihm steht. Und das wollte Salzburg natürlich. Die wollten den Solbauer natürlich so anlaufen, dass der Spielaufbau nach außen geleitet wird und dass wir eben nicht schnell durchs Zentrum kommen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass jetzt das zentrale Mittelfeld oder eigentlich alle, die in dem zentralen Mittelfeld sind, das heißt in dem Fall waren es Pejic, Kerschbaum und Greil, dass die halt natürlich nicht gut antizipiert haben. Aber es ist natürlich im Ballbesitz, im Spielaufbau ist das ein Problem, das wir auf jeden Fall kommende Saison wahrscheinlich lösen müssen. Für mich ist der Solbauer ein guter dritter Innenverteidiger und absolut wichtiges Kadermitglied und kämpferisch stark und alles. Aber wenn wir uns spielerisch verbessern müssen, dann müssen wir genau auf der Position anfangen. Und wie siehst du die Kombination Michael Solbauer-Leo Querfeld, das ja momentan das gesetzte Innenverteidiger-Duo ist? Könnte man den Leo Querfeld, könnte man ja auch fast als Neuzugang für die Saison nehmen. Ja, eigentlich schon. Ich meine, es ist halt, wie gesagt, gegen den Ball absolut in Ordnung. Es sind beide Zweikampfquoten über die gesamte Saison knapp an den 70%, was sehr gut ist. Also das heißt, da sind in der Liga insgesamt, gibt es glaube ich 20 Spieler, die ungefähr solche Werte haben oder mehr. Der höchste Wert, den ein Spieler hat, ist so 78%, glaube ich. Also das sind sehr gute Werte gegen den Ball. Und ich finde auch, dass er sich intelligent bewegen gegen den Ball. Eventuell sind sie ein bisschen zu langsam. Also wenn man sich jetzt anschaut, diese Monster-Innenverteidigung von Salzburg, das ist ja fürchterlich, wenn du mit denen auf ein Laufduell gehen musst. So sind sie jetzt natürlich noch nicht, aber der Leo kann sich sicher noch weiterentwickeln. Und ich bin halt trotzdem der Meinung, wie es auch bei anderen Mannschaftsteilen ist, dass der Leo Querfeld schon auch noch besser werden kann neben einem bisschen aufbaustärkeren Innenverteidiger. Und das Gleiche trifft meiner Meinung nach auch zu auf den Alexa Pejic. Ne? Wenn der beispielsweise einen spielstärkeren, dominanteren Achter vor sich hat, glaube ich, dass der auch bis zu einer Klasse stärker sein kann. Ne? Also das ist ja alles eine Wechselwirkung. Prinzipiell muss man aber sagen, dass Solbauer und Querfeld angesichts der aktuellen Verletzungen, Wehwehchen und alles Mögliche, was wir sonst noch haben in der Innenverteidigung, unsere beste Konstellation ist. Also mir ist Solbauer Querfeld wesentlich lieber aktuell, als wenn zum Beispiel der Kevin Wimmer spielen würde, neben Querfeld. Also das finde ich so in Ordnung und auch, dass da nicht jetzt groß rotiert wird. Maxi ist lang schon verletzt, die wollen, werden wir sehen, ob er überhaupt zurückkommt. Ne? Also, ja, war sogar jetzt im Kader gegen Wartens. Kader, ja, aber ich meine, Spieleinsätze sehe ich fast, ehrlich gesagt, keine mehr, außer verletzen sie wirklich oder gesperrt oder wie auch immer. Genau. Finde auch das Interessante, siehst du das, Michael Solbauer, Querfeld jetzt auch mit dem Niki Hedl, also ich glaube für einen Tormann ist es jetzt, das war ja auch im Frühjahr letzten Jahres der Wahnsinn, dass wir quasi in jedem Spiel andere Innenverteidiger, ich glaube der Kevin Wimmer war im Frühjahr relativ stark. Also, du hast vorher gesagt, dass ich glaube, das war seine stärkste Phase, da war er der letzten Routinier noch in der Mannschaft. Ja. Aber diese permanent wechselnden Verteidiger, ich meine, ich weiß nicht,
kenne mich beim Dortmund-Spiel ein bisschen aus. Ich weiß, es ist nicht unbedingt sehr angenehm, wenn du jedes Spiel eine neue Innenverteidigung vor dir hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist momentan sehr stimmig. Ja. Das stimmt schon, dieses Aufbauspiel gegen Salzburg war natürlich schon sichtlich, aber generell lassen sich relativ wenig zu. Es wird relativ viel auch Standards gut wegverteidigt. Stimmt, ja. Und auch mit Niki Hedl passt das für mich auch einigermaßen ganz gut. Ja, ja. Und dazu muss man halt auch sagen, dass was der Michael Solbauer halt schon hat, ist, dass er der größte Führungsspieler von den Innenverteidigern ist. Also er kommuniziert sehr viel, das fehlt einem. Kommuniziert sehr viel und sehr auch, ja. Vor allem eben die letzten Spiele im Herbst und so weiter. Also das war schon wirklich. Das war richtig kämpferisch. Ne? Obwohl zu Beginn war das ja alles nicht sehr. Also, detto gehen wir gleich rüber zu Martin Koschelnik. Auch der war ja am Anfang, wurde ja sehr rasch schon wieder mal als Fehlkauf. Hat sich aber dann bis zu seiner Verletzung in meinen Augen sehr gut entwickelt. Wie siehst du das? Ja, die ersten Spiele waren gar nichts, finde ich auch. Aber gut, da kann man, glaube ich, jetzt nach 5-6 Einsätzen noch nicht von einem Fehlkauf sprechen. Also da muss schon mehr schief gehen. Du weißt ja, wie schnell das bei uns geht. Ne? Naja, sicher geht es schnell bei uns. Aber ja, es ist halt sowieso ein bisschen eine schwierige Lage gewesen auf dieser Rechtsverteidigerposition schon im Voraus. Ne? Weil nicht nur, dass wir andere Innenverteidiger teilweise gehabt haben, wir haben ja teilweise dann auch mit Dreierketten gespielt. Das erfordert ja eine andere Art von Außenverteidiger. Und dafür wäre wiederum eigentlich der Thorsten Schick ganz gut gewesen, so als Flügelverteidiger mit Stärken offensiv und defensiv. Und der Martin Koschelnik ist ja eher der defensive Spieler im Vergleich. Das ist eben auch einer von denen, die bei uns die besten Zweikampfwerte haben. Aber es war jetzt nicht unbedingt, es waren nicht die Sahnestücke dabei technisch, muss man auch sagen. Oder halt so ein Offensivdrang, wie jetzt eben der Denso Casius mitgebracht hat, diese totale Dominanz und Power hat man halt nicht gesehen. Und trotzdem, weil eben die letzte Transferzeit so viele Neuerungen gebracht hat und sehr viele Spieler halt auch langfristige Verträge bekommen haben, glaube ich, ist es für eine Einschätzung von Martin Koschelnik jetzt auch wegen seiner Verletzung viel zu früh noch. Man muss also gegen Ende der Saison, finde ich, hat auch einige Scorer gemacht, einige Assists gemacht. Genau, ja. Diesen herrlichen Pass auf Marco Gröhl, kann ich mich noch gut erinnern. Stimmt. Und, also er kam und auch, dann schon besser ins Spiel. Und auch Assists, was ja häufig nicht gezählt wird, aber in der Einfädelung war er dann doch auch, glaube ich, in der Saison in der Bundesliga 3 oder 4 Mal auch dabei. Was das Zählbare betrifft, kann man wirklich nichts sagen, aber man muss jetzt halt auch schauen, wie er dann wieder zurückkommt, was sich allgemein auf der Position tut. Ich würde einmal sagen, Fehlkauf ist er angesichts der letzten Leistungen, die wir gesehen haben, einmal sicher nicht. Und dann wird es jetzt einfach drauf ankommen, hat er diese Saison überhaupt noch eine Chance, am Denso Casius vorbeizukommen? Und wenn der Denso Casius nicht bei uns bleibt, was leider sehr wahrscheinlich ist, wie kommt er dann in die nächste Saison hinein? Also ich würde sagen, der Koschelnik und auch ein möglicher Vordermann, nämlich der Nick Kühn, sind zwar sicher interessante, also der Nick Kühn sehr interessante Personalie, mit der man in der Saison aber keine ganz großen Rechnungen mehr anstellen brauchen. Ne? Wie siehst du dann die linke Verteidigungsposition? Eigentlich jetzt standardmäßig eher Jonas Auer. Martin Mollmann ist ja eher gelernter Innenverteidiger, ist dann quasi die Notlösung. Der Jonas Auer ist jetzt im Nationalteam, ist einberufen worden, hat, glaube ich, unter Zocke eine ganz, ganz, also für mich eine der auffälligsten Entwicklungen durchgemacht. Ja. Wie siehst du das? Früher war er immer offensiv stark, gute Flanken geschlagen, gute Standards geschlagen. Defensiv gab es halt Mängel. Scheint sich jetzt aber auch etwas stabilisiert zu haben. Wie siehst du seine Rolle? Absolut. Verbund mit der Innenverteidigung und mit dem ganzen, auch sein Vordermann, meistens ja Marco Grühl, sehr häufig. Wie siehst du das? Absolut gleich. Jonas Auer ist für mich wirklich eine ganz große Überraschung gewesen. Es hat der Ferl schon gesagt damals, dass das ein richtiger, richtiger Potenzialspieler ist. Zu einer Zeit, wo er halt irgendwie noch diesen berühmten Kinderfußball ein bisschen gespielt hat. Er ist teilweise ein bisschen naiv gewesen und nicht schnell genug auch hinterm Ball in der Rückwärtsbewegung und dann eben auch natürlich, was man sehen muss, dass er dann von cleveren Gegnern natürlich auch bespielt worden ist. Ne? Also dass halt den als Schwachstelle ausgemacht haben und
der halt eine wesentlich höhere Intensität fahren hat müssen. Aber damit scheint er jetzt wirklich gut zurechtzukommen. Ist für mich einer der, wenn nicht der beste Flankenspieler der Liga. Halbfeldflanken, also wirklich wunderbar. Und eine sehr interessante Statistik beim Jonas Auer, der ist in der Expected Assists Statistik ligaweit Zweiter. Und das ist schon eine ziemliche Ansage. Da ist darüber nur der Sakaria von Sturm, der allerdings, glaube ich, mehr Standards tritt im Schnitt noch dazu. Also die Qualität der potenziellen Torvorlagen, die der Jonas Auer liefert, aus einer eigentlich sehr tiefen Position heraus, ist ziemlich beeindruckend. Und wenn er das noch weiter ausbauen kann, und man darf ja nicht vergessen, dass der auch häufig nicht gespielt hat, immer mal vielleicht ein Wehwehchen, dann eine kleine Umstellung, vor allem beim Pferdl, wo eben dann zum Beispiel der Mormann reingekommen ist, um defensiv mehr Absicherung zu haben. Also für mich absoluter Gewinner bis jetzt unter dem Barisic. Kurze Zwischenfrage, tut man jetzt im Nachgang den Ferdinand Feldhofer ein bisschen Unrecht? Oder hat sich das eigentlich schon abgezeichnet? Das früher, letztes Jahr war ja schwierig mit den wahnsinnig vielen Verletzten. Dann hat es auch Spieler gegeben, die nicht mehr spielen wollten. Trotzdem dann nur der fünfte Platz mit einer besseren Amateurmannschaft, wenn man so ehrlich sein soll. Ja. Dann im Sommer großer Kaderumbruch, kaum Zeit, sofort erste wichtige Europacup-Spiel. Das große Ziel war ja die Gruppenphase. Meinst du, dass man ihm vielleicht jetzt im Nachgang ein bisschen Unrecht tut oder hat es einfach nicht funktioniert? Jetzt ganz simpel. Ich habe jetzt im Grunde keine negativen Gefühle zur Amtszeit von Ferdl Feldhofer. Also sicher, man kann immer irgendwelche Vorwürfe herauspicken, die man finden kann. Aber es ist, wie du schon sagst, es war eine sehr, sehr schwere Situation im Frühling. Es ist nicht einfach weitergegangen und was wir halt auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir wirklich sehr, sehr viele neue gehabt haben und relativ wenig Zeit, das zu einer Mannschaft zu formen. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, er hat es nicht geschafft, diese Mannschaft zu formen, oder wo ich am ehesten eben einen Kritikpunkt sehe, einen Stamm zu finden, weil er halt irgendwie alle bei Laune halten wollte und dann sehr häufig gesprungen ist. Auch formativ, was dann für mich gegen gute Automatismen in einer sehr neu zusammengewürfelten Mannschaft spricht. Also da hat er sich selber einfach schwieriger gemacht. Aber was man jetzt sagen muss, ist, dass seine Mannschaft und auch er selber, ob das jetzt Ingame-Coaching war oder was, in den entscheidenden Situationen nicht performt hat. Und da braucht es nicht einmal viele Katastrophenspiele, aber dann hast du halt das schwache Heimderby und du hast das Vaduz-Spiel und dann war es ja schon passiert. Ne? Dann war die öffentliche Meinung schon so festgefahren, dass du eigentlich gar nicht mehr rauskommst. Aber das heißt jetzt nicht, dass der Feldhofer ein schlechter Trainer ist natürlich. Ne? Hätte man nach dem Vaduz-Spiel schon reagieren sollen? Wahrscheinlich schon, ja, sicher. Ja, dann kam noch dieses furchtbare Spiel gegen den WRC. Mhm. Nur meine Theorie ist, danach kam das 1-1 in Salzburg, mit dem überhaupt niemand gerechnet hat. Ich glaube, dort hat jeder gerechnet, gut, das kriegen wir da nicht drüber. Und dann haben wir sogar 5-0 in Wartens gewonnen. Also da schien sich ja irgendwie die Kurve wieder zu stabilisieren. Und dann kam Starry. Und dann war es dann, glaube ich, dann auch ein Riedspiel, war es dann vorbei. Ja, es ist halt auch, was sich sehr, sehr lang gezogen hat bei Rapid mit über Jahre eigentlich schon, ist dieses Problem mit der Eigeninitiative. Ne? Also selbst in den schlechtesten Phasen, wenn die Mannschaft einen guten Spielverlauf erwischt hat, dann haben sie ja teilweise richtig aufgeigt. Ne? Also eben da jetzt einmal gemütlich 5-0 in Tirol da drüber fahren, wo sie sehr viele andere Gegner sehr schwer tun. Aber wehe, du kriegst während der Partie einen Dämpfer und bist eben darauf angewiesen, dass du dich selber wieder aussetzt. Ja, aber es gab ja sehr wohl so der Feldhofer, ich erinnere mich an die erste Halbzeit in Genk, also noch im Dezember, die war ja hervorragend, wahrscheinlich die beste Halbzeit. Gut, in der zweiten Halbzeit war ein bisschen Glück, aber gut, grundsätzlich war das ein gutes Spiel. Dann auch Salzburg die erste Halbzeit, das beim 1-1. Also da hat man, glaube ich, schon ein bisschen die Idee auch dahinter gesehen, was er spielen will, aber es hat halt nie eine Konstanz gegeben. Und es hat aber, glaube ich, auch eben vor allem in dieser kurzen Zeit nicht mit dem Spielermaterial zusammenpasst. Ja, eventuell kann man schon vorstellen, dass das besser geworden wäre, wenn er jetzt weiter hätte arbeiten können. Aber es war dann halt einfach zu viel. Ne? Wo siehst du die fundamentalen Unterschiede zwischen Ferdinand Feldhofer und Zoran Barisic?
rein analytisch betrachtet würde ich sagen, also jetzt einmal das Einfachere ist, der Zocki lasst wirklich einfach spielen. Sagt ihnen, besinnt euch auf die Basics, macht's, schaut, dass ihr ein progressives Passspiel zusammenbekommt, aber kein unmögliches. Also klar, schauen wir, dass wir schön verlagern, schauen wir, dass wir keine Abspielfehler auf kurze Distanzen machen. Das ist eindeutig besser geworden. Und damit einhergehend ist natürlich auch unser Zentrum ein bisschen stärker geworden. Also vor allem das Mittelfeldzentrum hat sich, ich finde, dass der Alexa Page sich jetzt ein bisschen stabilisiert hat, ist auf jeden Fall besser als am Anfang, was aber auch logisch ist, der ist ganz frisch in die Liga gekommen. Der Greil hat phasenweise Ansätze, die er noch nicht gehabt hat, hat sich jetzt auch belohnt mit dem Abstauber-Tor in Wolfsberg. Ne? Ich glaube, Wolfsberg war es, ne? Ja, ja genau, das 1-0. Ja. Mhm. Also ich finde schon, dass einfach das Zentrum ein bisschen besser ist, und das sieht man ja auch ganz, ganz einfach daran, dass sich der Burgstaller tatsächlich in der tatsächlichen Gefahrenzone aufhalten kann. Ne? Also der ist ja teilweise unterm Pferdl abgekippt bis in den Sechserraum, um die Bälle abzusammeln. Und ist dann natürlich nicht dort gewesen, wo er sein soll, wenn wir mal in die Offensive gekommen sind. Das hat sich natürlich massiv verändert. Lustige Statistik vom Wattenspiel. Der Burgi hat 10 Abschlüsse gehabt. Also ich glaube, das hat er teilweise in 3 aufeinanderfolgende Partien unterm Feldhofer nicht gehabt. Ne? Und das, man sieht es ja auch. Ne? Also er trifft wesentlich mehr. Er ist viel präsenter in der Offensive. Er ist quasi zu einem Zielspieler geworden, weil hinter ihm mehr Sachen funktionieren. Mit relativ einfachen Umstellungen, muss man sagen, weil es spielen ja mehr oder weniger die gleichen Leute wie vorher. Jetzt ist ja das zentrale Mittelfeld ein bisschen Steckenpferd von dir, schon seit langem, was Rapid angeht. Sehr lange, ja. Wie siehst du das jetzt aufgestellt mit den Personalien Page, Kirschbaum, Greil, Gnasmüllner, muss man auch irgendwie dazu rechnen. Wie siehst du das jetzt insgesamt? Optimal läuft es, glaube ich, noch immer nicht. Es ist jetzt besser, ein bisschen stabiler, nicht, aber ja. Vor allem offensiv, glaube ich, gibt es da noch einiges an Potenzial. Ja, absolut. Also wir sind mannschaftlich betrachtet ganz schlecht, was Schlüsselpässe aus dem Zehnerraum quasi betrifft. Also halt so diese Spielmacheraufgabe, diese Spielmacher in dem Sinn gibt es ja nicht mehr. So diese Pässe, die man so zwischen die Abwehr, die Schnittstelle reinspielt. Diese Schnittstellenpässe, genau. Das ist etwas, was zum Beispiel bei Sturm Graz der Tommy Horvath sehr gut kann. Der hat noch zusätzlich den Jan-Goran Stankovic hinter sich. Das ist zum Beispiel ein Zentrumsgespann oder so, wenn es dann den Prass hast, der immer wieder einrückt, auch das immer in dieser Qualität wünschen würde. Und somit sind wir meines Erachtens qualitativ im Liga-Vergleich, also mit den Mannschaften, an denen wir uns orientieren müssen, sage ich einmal, nur lange nicht dort, wo wir hin sollten. Glaube allerdings auch, dass der Page stärker werden kann noch. Ich glaube, dass sich der Greil noch mehr stabilisieren kann. Es ist natürlich noch nicht das, was er spielen könnte, glaube ich. Gut, beim Kirschbaum gibt es ganz viel Luft nach oben. Wie siehst du seine Rolle? Also er wird sehr, sehr kritisiert, teilweise. Ich habe aber das Gefühl, dass er durchaus die Defensive ein bisschen stabilisiert. Ja. Allerdings nach vorne offensiv, genau. Auch seine Standards sind relativ schwach. Die waren bei der Admira sehr, sehr gut. Ich glaube, das war auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum sie ihn auch geholt haben. Ja. Weil er eigentlich sehr, sehr gute Standards geschossen hat. Es funktioniert wenig. Also da ist der Jonas Auer ganz klar vor ihm zu stellen. Wie siehst du seine Rolle? Ja, es ist halt, glaube ich, Gesamtheitsproblem, also auch was die ganze Balance jetzt nicht nur er selber, sondern auch seine Nebenleute betrifft. Ne? Also ich sehe ihn schon am ehesten als einen Wackelkandidaten an im zentralen Mittelfeld. Ich glaube auch, dass wenn man einen echten Qualitätsspieler hätte, jetzt beispielsweise auf der Achterposition statt dem Kirschbaum, dass der halt auch den Sechser Page und den Zehner, je nachdem wer das ist, ob das eventuell sogar nächste Saison dann nicht Kühn ist, wenn er zurückkommt, oder vielleicht jetzt noch ein Gnasi oder eben ein eher höher spielender Greil, so ein Topspieler auf der 8, wie wir es teilweise in der Liga ja sehen, ob in Salzburg oder Graz, würde, glaube ich, alle besser machen. Und das Gleiche würde gelten aber auch, wenn ein Topspieler auf der 6 spielen würde und dann zum Beispiel der Kirschbaum davor. Ich glaube auch, dass der Kirschbaum mit einem wirklich, wirklich guten Mann auf der 6er-Position ganz andere Leistungen bringen könnte. Aber es ist halt bei uns, und
da sind wir wieder bei den Automatismen. Ich glaube halt, dass man im zentralen Mittelfeld in den Gesamtaufgaben einfach, ja, einfach noch sehr viel Potenzial haben. Ob das jetzt ist, die Pendelbewegungen, die ganze Staffelung, die Antizipation mit der Innenverteidigung im Aufbau, da stimmen einfach einige Sachen noch nicht. Also es war zum Beispiel so, dass, ich glaube, bei der Altach-Partie war das, wo der Casius auf rechts immer wieder abbremsen hat müssen, weil ihm einfach niemand im Raum entgegengekommen ist, was am ehesten in Greil seine Aufgabe gewesen wäre. Eine Partie später, offenbar als Problem erkannt, hat das sehr gut funktioniert, aber dafür hat da wieder was im Zentrum gefehlt. Nicht? Also einfach diese dynamische Zonen- und Raumbesetzung, glaube ich, dass da alle massives Entwicklungspotenzial noch haben. Und der Kerschbaum ist aber jetzt meines Erachtens, was ich bis jetzt gesehen habe, rein von der Kombination aus aktueller Qualität und Entwicklungspotenzial sicher der für diese 6er-8er-Position der wackeligste Kandidat ist und den ich im Sommer schon eher auswechseln würde. Also nicht auswechseln, sondern ich würde schauen, dass wir da Verstärkung kriegen. Kerschbaum ist für mich auch so ein Kaderspieler von 12 bis 18, den du gerne in der Mannschaft hast, weil er verlässlich ist, weil du ihm einhauen kannst, weil er stabilisieren sowas kann. Wie sowas wie Stefan Auer vielleicht vor noch so 2-3 Jahren. Ja, so genau. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, brauchen wir nicht und bitte weg, aber da gehört meiner Meinung nach ein echter Qualitätsspieler her. Ante Bajic ist auch irgendwie so eine Personalie, die aus der er nicht ganz 100% schlau wäre. Ja, nicht. Also zwischen seine zwei Geniestreiche in Wolfsberg natürlich alle Ehren, sehr wichtig. Aber so richtig, so wie er bei der Berit für Unruhe gestiftet hat, sehe ich das bei uns noch nicht. Ist das das Spielsystem? Ist es die Spielidee von Zocchi, die da vielleicht nicht hundertprozentig passt? Oder an was liegt es deiner Meinung nach? Ich glaube, es ist auch eine Akklimatisierungssache. Er hat Berit halt immer gespielt, war dort unumstritten. Und der Marco Grüller, der eigentlich gleich funktioniert von Ried, ne? Klar, aber der Grüli war halt wirklich eine Ausnahme, was das betrifft, glaube ich. Kann man nicht von jedem Spieler erwarten, dass er von einem kleinen Club kommt und gleich so einschlägt wie der Marco Grüll. Ich glaube, dass man dem Bajic einfach ein bisschen Zeit lassen muss, sich an das alles zu gewöhnen. Also, ich meine, da war jetzt auch ein Trainerwechsel dazwischen. Es gibt plötzlich nur mehr ein System, das einem eigentlich eh entgegenkommen sollte. Er hat ja auch die ersten Frühjahrsspiele, finde ich, gut gespielt. Auch wenn er jetzt, okay, gehabt, dieser Lupfer-Doppelpack, der lustig war, da war er vorher unsichtbar, muss man schon noch sagen. Aber davon abgesehen, finde ich, war er aktiv und ich war auch überrascht, dass das Zusammenspiel mit dem Casius ganz gut funktioniert hat, weil die beide halt doch sehr offensiv ausgerichtet sind. Aber irgendwie hat es gut hingehauen und haben auch brav durchgearbeitet. Bajic ist eine Wundertüte, muss man ganz klar sagen. Also mich würde es nicht wundern, wenn der kommende Saison richtig explodiert. Es darf mich aber auch nicht wundern, wenn er irgendwie so diesen Ergänzungsspielerstatus nicht ablegen kann. Also ich glaube, dass großes Potenzial schon da ist. Ich glaube auch prinzipiell, dass er zu Rapid passt. Aber es wird halt auch sehr stark davon abhängen, wie es mit der Konkurrenz weitergeht, mit der internen. Also ich glaube, wenn der Nicolas Kühn einigermaßen fit zurückkommt, wird es der Ante Bajic schon eher schwer haben. Ich sehe ihn auch nicht beim etwaigen Grüllabgang als interne Nachbesetzung, dass er dann nach links rückt zum Beispiel. Also wie siehst du die Rolle von Marco Grüll im Moment? Also ich habe ihn gegen Wartens beobachtet und mir ist aufgefallen, aber ich bin ja bei weitem nicht dieser Experte, dass der erste Kontakt relativ schlecht ist. Selbst bei der Torvorlage ist der erste Kontakt nicht gut gewesen. Sein Glück war, dass der Verteidiger das nicht antizipiert hat, doch konnte er dann auf dem Strunz spielen. Genau. Wie siehst du das? Irgendwie wirkt er gehemmt, er wirkt irgendwie nicht frei. Er hat auch, ist mir auch gegen Wartens aufgefallen, dass er sich bei Ballannahmen jetzt im so Übergang zweites auf drittes Drittel circa, dass er sich immer zuerst einmal so in die Schräge, also so in die Breite orientiert mit der Körpersprache. Ne? Und dass er halt nicht so breite Brust und ich renne da jetzt bis zur Grundlinie oder ziehe in Strafraum. Das, was ihm eigentlich ausgezeichnet hat. Aber er ist halt irgendwie klassisch in der Kiste, was gerade was diese 1 gegen 1 Duelle betrifft. Also er hat nicht mehr
aktuell zumindest nicht diese Explosivität. Und ich glaube, er hadert auch ein bisschen mit sich, weil er so wenige Scorer gemacht hat im Vergleich. Ne? Aber, und das darf man nicht vergessen, der Marco Grüll hat in absoluten Zahlen in der gesamten Liga die meisten Dribblings gemacht. In der ganzen Saison von allen Spielern. Und ist wiederum der Spieler der Liga, der am drittmeisten gefoult wird. Also das sind schon auch, natürlich ist das jetzt nicht ein Tor oder ein Assist, aber der arbeitet schon hart daran, dass er wieder rauskommt aus dieser relativ schwachen Form, in der er ist. Und ich muss ehrlich sagen, um den mache ich mir keine Sorgen. Also dem, das ist halt so ein Typ, dem dann auch wieder mal der Knopf aufgeht und dann ein wichtiges Tor und dann, dann rennt er wieder. Ja. Also ja. Sicher ist es nicht seine beste Saison und vielleicht auch ein bisschen seine schwierigste Bundesliga-Saison, das muss man ja auch sehen, weil letztes Jahr hat er ja richtig gut gespielt und das muss dann... Haben sich auch die Gegenspieler vielleicht schon ein bisschen besser auf ihn eingestellt? Ganz sicher, also ist jetzt nicht so, dass er One-Trick-Pony ist, ne? Aber es, die Gegner wissen halt schon, okay, der rennt jetzt und so viele Optionen hat er nicht, ne? Und dann stellt man sich halt stärker dagegen, aber wie gesagt, zieht sehr, sehr viele Fouls, was ja auch gut ist für uns. Meistens in hohen Zonen noch dazu. Und bindet schon meistens zwei Gegenspieler, weil er nach wie vor als Schlüsselspieler gesehen wird. Absolut. Ja. Schauen wir mal, was passiert, wenn sich da... Also wie gesagt, es ist sehr schwer für den Grüll, dass er nach so einer starken Saison sich... Also so eine Saison bestätigen, glaube ich, ist viel schwerer als so eine Saison zu spielen. Wie, also die letzte Saison. Ne? Schauen wir mal, was passiert, wenn jetzt beispielsweise der Jonas Auer diese starken Leistungen auch prolongiert noch. Und dann eben... Das ein fixes Gespann ist, das klar ist, da spielen links Auer, Grüll, könnte man schon vorstellen, dass sie die auch gegenseitig wieder ein bisschen aufzahlen können. Ne? Karius, den so Karius wird gelobt. Cassius, das sagt man immer wieder. Cassius wird gelobt von allen Seiten, zu Recht? Ich finde schon, also sehr erfrischend, toller Offensivdrang. Also sehr schnell? Sehr schnell, scheißt sie nichts. Ist meines Erachtens jetzt nach dem, man muss natürlich ein bisschen warten noch, und ich glaube aber trotzdem, dass das ein Spieler von einer Qualität ist, wie man sie zum Beispiel eben auch im zentralen Mittelfeld bräuchte oder in der Innenverteidigung bräuchte. Also einfach dieses Format von Spieler stelle ich mir für Rapid in Zukunft weiter vor und natürlich mit einem fixen Vertrag. Ne? Also der Gedanke, dass der nach einem halben Jahr wieder nach Bologna geht, ist nicht schön. Schauen wir, ob wir da was machen können dagegen. Vielleicht kann man noch ein Jahr Leihvertrag verhandeln oder wie auch immer. Ja, werden wir eh sehen. Ich habe so ein bisschen die Angst gehabt oder habe ein bisschen die Befürchtung, dass uns den so wie Salzburg wegnimmt, vom Spielertypus, von der passt der, ist genau deren, wie sagt man so schön, Das Beuteschema, genau, ja, von Salzburg. Absolut, sicher. Ja, jung, schnell, dynamisch. Und so gut sind sie auf der Position jetzt auch nicht unbedingt aufgestellt, dass sie da jetzt keine Verstärkung brauchen würden. Ja. Stimmt, ja. Also ich hoffe, wir haben da nicht einen Spieler gescoutet für Salzburg. Ja, die Frage ist halt, es gibt ja nicht nur einen Cassius auf der Welt. Ne? Ja. Aber es ist, ich finde, die Idee, dass man sich einen Spieler ausleiht aus Bologna schon einmal, das ist halt schon auch eine Art und Weise, wie wir in letzter Zeit nicht gefischt haben, ne? Kann man sagen. Und ich finde, dass das eine, ja, durch die Bank ein erfrischender Deal ist und schauen wir, wie es noch weitergeht. Ja, ich denke mal, mit dem Oswald als rechten Außendecker, bei aller Wertschätzung, wäre es, glaube ich, so sehr schwierig geworden. Klar, sowieso. Also der Schick ist jetzt erst zurückgekommen, wird wahrscheinlich auch eine Zeit lang brauchen. Also das wäre so wahrscheinlich, Fallmann ist beim Bundesheer, das geht auch nicht. Mhm. Schwierig. Ja, wir haben aber schon auch Saisonen gehabt, wo wir das tatsächlich ignoriert haben. Ignoriert, ja. Und wir fangen das intern ab und da... Der Oswald macht das schon so auf die Art. Ne? Ja. Nein, ich will also, ja gar nicht gegen, bin gar nicht der Meinung, dass er keine Qualität hat, aber er ist auch kein gelernter rechter Außendecker. Naja, sicher, ja. Also doch ein zentraler Spieler. Ja, wie siehst du eigentlich seine Entwicklung? Oder wie siehst du seine, er wäre ja auch ein zentraler Mittelfeldspieler, wäre das einer, der perspektivisch die Qualität heben könnte? Oder ist es dann noch zu früh? Ist sicher ein großes Talent. Ich habe mich im Herbst, ich glaube, es war im Herbst, habe ich mich ziemlich geärgert darüber, dass er eigentlich häufig in der Kampfmannschaft auf der Bank gesessen ist oder dann halt für ein paar Minuten gekommen ist. Oswald ist für mich halt ein Spieler gewesen, schon seit einem Jahr eigentlich. Also jetzt aus dieser
nach dieser Zeit, wo er aus der Not heraus eigentlich spielen hat müssen, wo so viele Verletzte waren, also Ende der vergangenen Saison. Normalerweise ist das aber ein Spieler, der einfach jedes Match 90 Minuten in der Zweier machen muss, dass er in einen Matchrhythmus kommt. Sattelberger Detto damals vor seiner Verletzung. Und stattdessen ist er halt ein bisschen am Bagel gesessen und hat da 10 Minuten gespielt und da mal eine Halbzeit vielleicht. Aber ich glaube halt, dass er schon mehr Spielerrhythmus haben könnte. Jetzt, ob er stark genug ist, um ein Rapid-Spieler zu werden, wird sich weisen und kommt auch darauf an, wie wir uns kommenden Sommer bewegen werden im zentralen Mittelfeld am Transfermarkt. Mit dem Oliver Strunz, glaube ich, hat eigentlich nicht wirklich irgendwer noch gerechnet. Ich glaube, da waren andere Spieler, die man eher auf der Rechnung gehabt hat. Scored jetzt, ist körperlich präsent, ist vielleicht sein Körper, ist ein bisschen ein Fragezeichen. Wie siehst du seine Entwicklung die letzten Wochen? Ist für mich ein super Beispiel für das gute Auge vom Zocke. Ne? Also der hat ja damals schon in den Pressekonferenzen, bevor er die Tore gemacht hat, gegen, Altach, ja, hat er ja so geredet, als sei das ganz klar gewesen, dass der jetzt kommt. Ne? Und dann hat er einen und er macht zwei Tore. Also auch auf jeden Fall eine Riesenüberraschung für mich. Schön, dass wir da noch eine Alternative haben. Wo siehst du seine Position? Wo siehst du ihn am stärksten? Nein, ich glaube, im 4-2-3-1 wird er wahrscheinlich schon als Rechtsaußen am besten eingesetzt sein. Vor allem, weil er das ja sehr flexibel interpretiert. Also der taucht ja dann auch häufig im Zehnerraum auf, wenn er hinter sich den Casius hat, der noch dazu seine Meter macht, bis zum Gehen nicht mehr und bis an die Grundlinie geht und hinterläuft, dann ist das natürlich auch vorteilhaft. Aber offenbar kann er eigentlich die vorderen vier Positionen alle spielen. Jetzt so in der Konstellation, wie wir momentan spielen in dem 4-2-3-1, glaube ich, dass er als Rechtsaußen am besten ist. Gut, dann haben wir jetzt einmal so die neuen Spieler jetzt einmal so ein bisschen durchanalysiert. Es gibt natürlich ein paar Problemkinder, sage ich jetzt einmal. Mhm. Den Kevin Wimmer hast du schon kurz angesprochen, ein Spieler, der eigentlich Qualität haben müsste und uns weiterhelfen müsste, hat das im Frühjahr letztes Jahr durchaus bewiesen, muss man zugeben. Ansonsten wird es schwierig, ich erinnere mich noch an das schauderhafte Spiel gegen den WRC jetzt im Cup, also wo ein großer Unsicherheitsfaktor war, ewige Frage, Christoph Gnasmüllner. Vertrag läuft aus, also bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da große Ambitionen bestehen werden, den zu verlängern. Und der dritte, der mir jetzt noch eingefallen ist, der Ferdi Truif. Qualität hat er offensichtlich mit seinem Körper Probleme. Wie siehst du diese drei, sagen wir es, Problemkinder? Ich würde es fast noch um den Nick Kühn erweitern, der irgendwie auch ein Problemkind ist, obwohl er wahrscheinlich der Spieler mit dem allergrößten Potenzial wäre bei uns. Und eventuell haben der Kühn und der Ferdi Truif ähnliche Probleme, weil ich glaube, dass da einfach gewisse Dinge im Kopf gerade nicht genauso hinhauen, wie es sollen. Oder dass vielleicht ein bisschen Angst dabei ist, weil eben so eine lange Leidenszeit jetzt schon dabei war. Da muss man, glaube ich, einfach gut individuell analysieren, wie man aus dieser Scheißgasse wieder rauskommt. Aber sind sicher keine Spieler, die ich abschreiben würde. Gnasmüllner ist... Ich bin bekanntlich jetzt nicht der größte Freund von Gnasi, weil halt körperlos und irgendwie kein typischer Rapid-Spieler. Mir ist natürlich klar, dass keiner so schöne Tore machen kann auch, aber das ist halt immer der Spagat. Ne? Glaube jetzt auch nicht, dass er ein heißer Kandidat für Vertragsverlängerung ist, aber was weiß man. Also Gnasi ist ein Spieler, von dem ich mir absolut vorstellen kann, dass er dann in den letzten Atemzügen der Saison noch seine zwei super Tore macht. Und zum Kampfsieg schießt. Kampfsieg und Derby heim und was weiß ich. Und dann kommt noch ein Jahr nach. Ne? Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass der Zocki diese filigranen Spieler eben mag. Also das ist schon auch ein Spieler, der Zockis Beuteschema wiederum ist. Ne? Ja, aber er hat sich eigentlich nicht wirklich weiter... Es gab so ein paar Spiele, wo man gedacht hat, jetzt kriegt er wieder die Kurve, Zocke. Aber die letzten Wochen Spiele waren wieder gar nichts, wenn man ganz ehrlich sein soll. Die Konstanz ist halt sein ganz großes Problem. Neben seiner Art, Fußball zu spielen, die halt im,
in der Moderne immer schwieriger umzusetzen. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, ob unsere Liga auch geht, weil unsere Liga ist schon sehr, sehr laufintensiv und körperlich stark. Das bestätigen auch Spieler, die von Ausland, die von anderen Ligen, von guten Ligen herkommen, dass da schon das teilweise ein bisschen unterschätzt wird. Kevin Wimmer, Christoph Masmus sind zwei Spieler, die Verträge auslaufen. Würdest du jetzt vom Bauchgefühl her tendenziell sagen, dass man beide eher nicht verlängern sollte? Oder? Ich persönlich würde beide nicht verlängern. Gleiche Frage bei Dejan Petrovic. Auch nicht. Auch nicht, obwohl man grundsätzlich weiß, dass er ein guter Kicker ist und er hat das ja auch im Wattens ja auch gezeigt. Waren da einige wunderbare Offensivpässe dabei, aber siehst du, dass man anstelle hier lieber wirklich höhere Qualität? Es kommt halt immer darauf an, was man bekommt, ne? Also welche Möglichkeit für Vertragsverlängerung man bekommt. Wenn man jetzt zum Dejan Petrovic sagt, wir wollen die um ein Jahr verlängern, wird er wahrscheinlich sagen, na, wenn dann drei, ne? So auf die Art. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Dejan Petrovic für ein Jahr zu verlängern, um sich das nur anzuschauen, wie er sich jetzt nach der langen Verletzung zurückkämpft, und würde es sofort nehmen. Aber wenn die Frage ist, kein Jahr oder drei Jahre, sage ich kein Jahr. Weil ich glaube, dass wir genau auf der Position halt deutlich mehr Qualität brauchen und auch deutlich mehr Physis und Präsenz, als der Dejan Petrovic mitbringt. Wenn wir jetzt ein bisschen Kaffeesud lesen, wie siehst du die Chancen von Rapid in der Meistergruppe? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie so ausschaut, wie sie jetzt ausschaut, also Salzburg, Sturm, LASK, wir, wahrscheinlich Austria Klagenfurt und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, wahrscheinlich auch die Austria, weil ich nicht glaube, dass Wattens gegen Sturm gewinnen wird. Genau. Unabhängig davon, wie das Derby ausgeht. Ja. Die Bilanz ist ja eigentlich, ich habe es eh versucht einmal rauszuarbeiten, also gegen die großen vier, wenn man jetzt nimmt Salzburg, Sturm, Austria, nehmen wir es dazu, und LASK, ist ja eigentlich verheerend, glaube ich, Punkteschnitt seit der Stadieneröffnung, heim, auswärts 1,08 Punkte, positive Bilanz nur gegen den LASK. Ja. Ja, ich glaube halt, dass gefühlt, wenn man jetzt so im Stadion die Match mitverfolgt, wird die Stimmung ein bisschen besser. So bei jedem Einzelnen, meine ich jetzt. Also es ist nicht so, dass es eine riesen Aufbruchstimmung ist oder dass wir sehen, dass wir ganz Großes jetzt schaffen können, jetzt vielleicht einmal den Cup ausgenommen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Rapid und das rundherum positiver wird, momentan. Und das kann natürlich schon sehr viel bewirken. Also ich sehe jetzt rein qualitativ in LASK natürlich absolut auf Augenhöhe, die Austria sowieso. Klagenfurt brauchen wir auch nicht reden, das sind eigentlich die Pflichtsiege, kann man fast sagen. Aber Salzburg, gut, lassen wir weg, aber Sturm ist im Moment schon ein bisschen weiter. Ja, das mag sein, aber wir haben jetzt in Graz, finde ich, auch keine schlechte Partie gespielt. Und ich glaube, dass jetzt in der Meistergruppe schlichtweg geht darum, dass wir so viele Punkte wie möglich holen und wir brauchen uns da jetzt nicht Vergleiche mit der Entwicklung ziehen. Ne? Also ich glaube, dass wir einfach unseren Fixplatz im Europacup brauchen. An das müssen wir alles setzen, dass das diesmal geschafft wird, dass wir nicht wieder so ein Chaos mit den vielen Qualifikationsgruppen haben. Gut, wir haben zwei Möglichkeiten. Dritter werden oder ein Cup gewinnen. Damit, genau. Oder Zweiter werden. Oder Zweiter werden. Sagen wir realistisch, wird der zweite Platz schon schwierig. Wird schon schwierig, ja, ist klar. Aber wie jetzt, natürlich ist Sturm in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren mit einem sehr genauen, guten Konzept ein bisschen vorbeizogen an uns. Aber das werden wir jetzt in 10 Spielen in der Meistergruppe nicht ändern. Da braucht es andere Ansätze und Änderungen. Ne? Wir müssen schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich holen. Und ich glaube eben, durch diese positivere Stimmung ist das durchaus denkbar. Also ich glaube auch, dass wir Salzburg zumindest daheim wieder wirklich ärgern werden. Könnte auch sein, dass wir das gegen Sturm schaffen. Finde ich fast schwieriger momentan. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir Dritter werden können. Der große Coup könnte ja mit dem Cup gelingen. Ja. Jetzt fangen wir zum Träumen an. Angenommen, wir holen uns am 30. April diesen Cup. Glaubst du, dass das jetzt, abgesehen von den ganzen Formalitäten, wie fixe Europacup-Qualifikation, also fixe Gruppenphase, zumindest Conference League, könnte das dem Verein noch einmal diesen selben Push geben, wie es damals auf 95 war? Wo man dann über den Cup-Sieg dann Meister wurde, sogar Champions League gespielt hat. Ich meine, braucht man jetzt nicht träumen, aber dass einfach da was sich daraus entwickeln könnte, von dem man heute noch gar nicht rechnet. Ja, geht bei Rapid immer. Ne? Also es kann so schnell in jede Richtung gehen, ist immer so gewesen. Wieso nicht diesmal auch? Also ich würde jetzt einmal
ohne jetzt weiter zu denken, was dann in der Folgezeit passiert, dann jetzt einfach einmal den Cup nehmen. Und dann können wir weiter schauen, aber... Gut, zunächst müssen wir das Semifinale gewinnen. Genau, also wir wollen jetzt da nicht, das ist nämlich auch ein bisschen respektlos, wäre ich das auch im Semifinale. Und ja, das ist auch irgendwie eine Partie, über die man ein bisschen zu leicht redet. Leichtsinnig geredet wird, ja, fast. Also, das haben wir doch schon alles erlebt. Ne? Also, ich glaube, selbst die Rieder haben uns einmal im alten Hanapi-Stadion. Cup in der Verlängerung einmal schrecklichen Schlung, Partie, ja. Anel Hadžić, ja. Weitschuss ja. oder ja. was. Ja. Also, das dürfen wir nicht, klar, müssen wir sagen, wir sind rapid und da müssen wir drüber, aber unterschätzen dürfen wir das nicht. Und das Tollste wäre natürlich, wenn wir gegen Rieder volle Hitten haben. Ne? Weil ich finde, es sollte die Wichtigkeit dieser Chance, die wir da haben, sollte allen Rapidlerinnen und Rapidlern klar sein. Gut, 14.000 Karten oder sowas sind jetzt bis jetzt verkauft, das ist nicht so schlecht, weil das, ja. das Spiel in knapp 3,5 Wochen stattfindet. Mhm. Aber auch unser Appell. Karten sichern. Unbedingt. Es zahlt ja. sich aus, vielleicht wieder mal Teil etwas Großen sein zu können. Ja, vor allem kann es so ein schöner ja. Abend werden, ganz ja, einfach. Mittwoch, was einfach, ja. Flutlichtspiel, Cup, Semifinale, was gibt. In jedem anderen Land, Deutschland, England, ist das sowieso seit Wochen klar. schon ausverkauft. Gut, klar. in England spielen sie in Wembley, aber wie auch immer. Gut, zum Abschluss, du hast neulich auf YouTube eine Dokumentation präsentiert. Du hast einen SK Rapid in Westafrika gegründet oder mitbegründet oder initiiert oder wie auch immer. Eigentlich habe ich ihn besucht. Oder besucht. Also vielleicht kannst du uns ganz, ganz kurz über dieses Projekt ein bisschen was erzählen. Nein, ich habe zufällig, wie auch viele andere Fans, auf Facebook den Usman Conte gefunden, der irgendwann, der lebt in Gambia in Westafrika, dauernd Fotos mit Rapid-Trikot und so weiter, und er hat Rapid im Herzen und ist so ein Rapid-Fan, und er hat eine Mannschaft in Banjul, also in der gambischen Hauptstadt, der SK Rapid Vienna Banjul. Und das war natürlich ein bisschen seltsam und wir waren uns nicht ganz sicher, wie das zustande gekommen ist, dass der Rapid mag. Und ich bin dann zu ihm hingefahren, das ist schon ein bisschen her, es war kurz vor Start der Pandemie im Februar 2020. Und haben wir das halt einmal angeschaut, habe diese Rapid-Community in Gambia kennengelernt und die haben mich ziemlich überzeugt davon, dass die das richtig ernst meinen. Also das ist gut organisiert, da arbeiten viele Leute mit und die wollen eben dort tatsächlich einen Club aufbauen und am Ligensystem teilnehmen und Erfolge feiern und ein bisschen träumen auch davon, dass vielleicht einmal ein Spieler die Chance hat, in Europa zu spielen, beispielsweise. Der größere Vorteil eigentlich, der dranhängt an dem Projekt, ist aber, dass das ein sehr gutes Sozialprojekt ist. Der macht eine gemeinschaftlich irrsinnig gute Arbeit dort, der Usman. Und es gibt rund um diesen SK Rapid Banjul meines Erachtens die Möglichkeit, einigen Leuten Arbeitsplätze zu verschaffen, Beschäftigung zu verschaffen und das eben auf einer guten spielerischen Basis Fußball. Und deswegen habe ich dann relativ spontan diese Doku zusammengeschnitten, die man jetzt eben auf abseits.at und auf YouTube findet. Habe ein Spendenkonto eingerichtet, das in den jeweiligen Artikeln und in der Videobeschreibung zu finden ist. Und ich möchte, dass wir dort ernst machen. Ich möchte, dass dieser Verein in die Liga kommt. Ich möchte, dass wir dort Arbeitsplätze schaffen, Perspektiven schaffen. Und außerdem ist ganz einfach eine witzige Geschichte. Also die spielen da unten in Grün-Weiß. Keiner war auch noch in der Nähe von Österreich von denen, aber die spüren das. Also die spüren den Spirit total. Merkst in jeder Minute in Gambia. Gibt es da irgendwie eine Beziehung jetzt auch zum der Verein Rapid, unser SK Rapid? Gibt es da irgendwie Unterstützung, die du da bekommst? Ja, wir sind in verschiedenen... Und trotzdem, das Wappen ist ja geschützt und Name geschützt und so weiter. Also soweit, ja genau, soweit haben wir noch nicht geredet, ja. aber es gibt ein paar Gespräche über Unterstützungen natürlich. Und... Wir müssen jetzt der nächste Schritt ist jetzt der, wir haben schon einige Spenden bekommen, dass wir dort eine Legal Structure aufbauen sozusagen, dass dort einmal offiziell ein eingetragener Verein ist und dass wir uns dort eine Liga-Lizenz leisten. Und ich glaube, wenn wir das einmal haben,
dann werden wir alles weitere im Konkreten angehen, wie man womöglich auch kooperieren kann. Ich habe nur gesehen, die Bedingungen dort zum Fußballspielen sind ja schwierig. Sehr schwierig. Ich habe eben selber gespielt, wie man im Video sehen kann, da hat es 40 Grad und der Platz ist miserabel. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie die dort, dass sie die nicht viel mehr wehtun, nämlich auch. Aber, und das ist das Orge, du kannst dort eben wirklich einen Verein, einen Club in der Liga führen, wenn du Hausnummer 1000 Euro im Monat hast. Und da hast du aber 20 Leute für dich arbeiten, so ungefähr, abgesehen von den Spielern. Also du kannst dort wirklich mit sehr einfachen Mitteln für Perspektiven für relativ viele Leute sorgen. Und ob man dann gambischer Meister werden, früher oder später, werden wir noch sehen. Aber ich sehe es zum momentanen Zeitpunkt als gutes grün-weißes Gemeinschaftsprojekt. Möchte auch, dass sich das aus der Rapid-Community heraus finanziert und jetzt nicht zum Beispiel über irgendeinen Sponsor oder was. Kann natürlich auch irgendwann einmal soweit sein, aber jetzt möchte ich, dass das Projekt quasi uns allen gehört und bin mir sicher, dass wir da mit Rapid auch noch sicher eine ganz schöne Kooperation zustande bringen werden. Also mit Rapid aus Hütteldorf. Gut, Daniel, dann bedanke ich mich für deine Einschätzungen, wünsche dir für dein Projekt Rapid Banjul sehr viel Erfolg. Ich werde es auch noch verlinken und weiter teilen, damit das vielleicht noch eine bisschen größere Reichweite bekommt. Vielen Dank. Bedanke mich, wünsche dir, du bist jetzt bald auf Urlaub, einen schönen Urlaub. Danke, danke. Und meinen Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM